Ja, moin moin, herzlich willkommen, Solduri TV, zweite Folge. Nach dem neu erstellten Intro, was aber noch nicht ganz final ist, geht's los. Ja, wir haben nicht jede Woche natürlich eine Vorstandsversammlung, eine öffentliche, aber diese Woche haben wir nichtsdestotrotz Inhalt. Heute, mittlerweile dürfte es vorbei sein, hat das X-Wing-Turnier stattgefunden im Solduri-Clubraum. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das das erste große Turnier seit Corona? Ich glaube, es hat schon welche gegeben, aber ich weiß es nicht genau. Da mögt ihr mir in der Kommentarspalte einen Hinweis geben, ob es ja schon Turniere gegeben hat. Ist auch nicht so wichtig. Was wir jetzt mal vorbereitet haben, ich habe das Ganze, Völker hat heute den ganzen Tag so ein paar Bilder gepostet auf Facebook. Ich habe die mal genommen und habe die mal so ein bisschen zusammengenuddelt. Nichts Dolles, ich habe auch einen ganz fiesen Schreibfehler drin. Den lasse ich jetzt aber auch knallhart drin. Was soll's. Mal gucken, wer ihn findet. Der darf ihn aber auch behalten. Schönen Tag und viel Spaß bei den Impressionen zum X-Wing-Turnier heute im Clubraum. Ja, da ist er wieder, der Fetzo. Ja, wie gesagt, nichts Dolles. Das Ding geht als separates Video auf dem YouTube-Kanal auch nochmal online, parallel zu dieser Solduri-TV-Folge. Ja, das zu dem Thema. Ich hoffe, alle hatten Spaß. Ich reiche euch nächste Woche nochmal die Namen der Sieger nach. Die muss ich noch erfragen von Völke. Weiterer Punkt, ja, Internet im Clubraum.
Neuigkeiten oder vielmehr keine Neuigkeiten. Ich habe Anfang der Woche nochmal mit O2 telefoniert. Die sagten am Montag, ja, das geht heute, geht das raus, weil letzte Woche ist es ja nicht gekommen, das Paket, schrägstrich die Fritzbox. Das geht raus. Jetzt haben wir Sonntag, also diese Woche ist auch nichts gekommen. Also morgen gleiches Spiel, wieder anrufen bei O2. Ja, doof, aber die sind halt tranig. Was soll man machen? Ich bin da aber dran. Ja, weiteres Thema, was wir haben, ist, ja, nichtsdestotrotz unser Eventkalender. Wir gucken da mal zusammen rein. Nächste Woche, was haben wir denn? Nach Woche sortieren, Rödel, Rödel, Rödel. So, wir gucken mal hier rein. 24. bis 30. Das ist nächste Woche. So, ja, Dienstag haben wir wie, ja, im Prinzip jede Woche, unser Infinity-Termin ab 18 Uhr im Solduri-Club-Raum. Am Mittwoch spielt die Wechselgruppe. Wechselgruppe im Sinne von verschiedene Systeme, die dort gespielt werden. Ist eine feste Gruppe. Ich weiß gerade gar nicht, wo die spielen. Wir gucken mal. Im Clubraum spielen die. Ich habe hier leider keine Informationen, ob da noch Platz frei ist oder sowas. Aber sowohl Spielsystem als auch Meister wechseln die durch. Auch ein interessantes Projekt. So, dann gucken wir mal, was wir dann noch haben. Am Donnerstag natürlich, zweiter Termin, X-Wing. Auch quasi wie jede Woche ab 18 Uhr ist wieder X-Wing Socken im Clubraum angesagt. Und am Samstag spielt eine Private Eye Gruppe. Die spielen, soweit ich weiß, privat. Aber auch dieses Rollenspielsystem hat Platz bei uns im Verein. Geht ums viktorianische England. Ich bin da nicht ganz so drin bei Private Eye, aber es ist, glaube ich, Setting ist viktorianisches England und geht halt um Krimifälle in dem Sinne. Da werden wir aber nochmal, das ist eigentlich eine gute Idee, durch die Rollenspielsysteme, da schnappe ich mir mal irgendwie einen von dem System, der das spielt, und dann, ja, machen wir mal über Discord ein kleines Interview oder sowas, dass er mal erzählt, was steckt überhaupt hinter diesen Spielen. Wollte ich, wenn es geht, auch hinter den Tabletop-Systemen machen. Mal gucken, ich hoffe, dass ich da ein paar Leute finde, die Bock haben, mit mir sowas zu machen. Ja, das war's zum Thema Solduri TV. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mal gucken, vielleicht haben wir ein paar mehr Infos, ein paar mehr Inhalte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich bin raus, euer Fetzo. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Solduri TV.